Moin, da sind wir wieder. Und wie man sieht, kann ich wieder ganz normal laufen. Ja. Das rastet auch direkt Ich. voll aus. Arne war super frech. Wir haben gerade das Spiel neu gestartet. Und dann habe ich mich ins Spiel eingeloggt und dann hat er gesagt, da ist auch schon der Lurch. Und hier dein Kampfverrat. Ja, Arne, ja. Oh mein Gott, hat der viel Text. Org-Führer Kontex. Finde heraus, welche Standarte die echte Hand Gronkhorst trägt. Sei gegrüßt, nicht Org. Dies ist das Grab Gronkhorst. Er war einer der größten Org-Helden aller Zeiten. Ja, Gronk ist das. In den großen Kriegen vor 450 Jahren hat er alleine eine Festung gegen eine Übermacht der Elfen gehalten. 54 Pfeile fand man in seinem Leichnam. In diesem Heldengrab liegt er nun für alle Zeiten bestattet, aber seine Legende lebt weiter. Wir führen seine rechte Hand in unserer Kriegsstandarte und sind stolz, den Geist Gronkhorst in die Schlacht zu tragen. Aber diese Stinkpelze dort drüben behaupten genau das Gleiche. Auch sie führen eine rechte Hand in ihrer Standarte und sagen, dass es sich um die Hand Gronkhorst handelt. Eine der Hände ist falsch und wir werden beweisen, dass unsere echt ist. Allerdings ist es Orks untersagt, das Grab Gronkhorst zu betreten. Betritt man es dennoch, dann wird man von einem göttlichen Blitz erfasst und in ewige Verdammnis geschleudert. Aber wir sind hier, um diese Frage zwischen unseren Clans ein für alle Mal zu klären. Und du, nicht Ork, kannst uns dabei behilflich sein. Geh in das Grab und schaue, welche der beiden Hände in unsere Standarten die echte Hand Gronkhorst ist. Du wirst es an den Tätowierungen erkennen. Da steige ich hier schon mal ab, damit wir da auch rein können. Und dieses ist aber ganz schön weit weg. Ach, scheiße. Aktivierung sind Nee, weit doch weg. nicht. Hä? Wenn ich auf die Karte klicke, dann. Ja gut, dann steige ich doch hier ab. So, dann rein da. Dö, 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 dö. dö, dö. Dö, Hättest ja eine auf dö, Luna dö. machen können. Warum? Einfach den Text zeigen und sagen, ja, wir können Ja, jetzt mache ich hier das jetzt mal aggressiv. halt durchspielen. Wächter des Questteams, Ralf Roder. Oh, da kommt ein Gegner angebackt. Und Wächter des Questteams, Marc Oberhäuser, Großmeister der Quests. Okay. Ich Ich glaube, finde wir das sind wieder irgendwie schön, dass sich populärer. hier die Spielemacher so selber verewigen. Würde ich, glaube ich, auch machen. Dachte gerade, ich wäre schon wieder langsam. Ich habe einen Anhänger bekommen. Was soll ich damit? Ihn tragen. Mach ihn an dein Bauchnabelpiercing. Bin immer noch ein bisschen enttäuscht, dass wir keinen Fanschal bekommen Ja, ich haben. auch. Ziemlich sogar. Das ist schade. Ich dachte, wenn sie sich solche Sachen wie die Hasenohren oder wie in Sacred 1 diese Sonnenbrille einfallen lassen. Wahrscheinlich wollten sie sich jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwie einen Fußballverein oder sowas. Wir hätten ja einen eigenen erfinden können. Ja, aber dann sind die Farben ja irgendwie gegen. Jemand Naja, nur unten. Stress. Wenn ich hier mit dem Bus fahre und es ist Fußball nur Stress. Wenn man bei Medi mit der Straßenbahn fährt und es ist Fußball nur Stress. Verdammte Stadien. Meins war letztens hier in Braunschweig. Was aber, glaube ich, die haben, glaube ich, nur unentschieden gespielt. Weiß ich gerade nicht so genau. Interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Ich fand es auch letztens schon wieder ziemlich ätzend. Da waren wir essen und da lief auch überall Fußballübertragung. Ich finde das furchtbar in Restaurants. Ich kann mich da nicht entspannt auf mein Essen konzentrieren. Sollen die mal ADGQ spielen oder irgendwelche Let's Plays oder so? Ja, das wäre ja wieder lustig. Das finde ich sowieso cool, wenn es mal solche hier Sportsbars für E-Sports geben Ja. würde. Gibt es zwar wohl auch in Deutschland, aber wohl nur ganz paar. Also ich Ja. habe mal geguckt in hier Berlin und in Köln halt. Ich habe schon Also wieder wo? deinen Feuersturm. Ein Warum gibt Grab. es Oh, hier ruht dem Gronkhorst sein Baumeister. Rürik wurde zur Einweihung der Krypta das? gleich lebendig mitbestattet. Rurik? Meister Rö, Rürik. da gucken wir mal, was hier noch. Grabstein. Hier ruht dem Gronkhor sein Wag Rex. Aha. Hier ruht dem Gronkhor sein Teddybär. Hier ruht dem Gronkhor sein Bruder zweiten Grades. Was? Ach, so ein Bruder Wort zweiten namens Grades? Rex ist auch schön. Vor allem dem sein. Ja. Oh, guck mal, hier ist eine Blume. Mitten in der Dunkelheit. Moment. Oh, schön. Das fände ich voll cool. Dann könnte man also in der Bar dann LCS gucken und dabei Ja. dann noch schön was trinken, was essen. Das wäre echt cool. Ist noch ein Grab.
Janos Tod. Adept der Nebenquest. Möge niemals wieder ein abgeknickter Zweig jemanden den Weg zum Friedhof weisen, auf dem ein einsames Hühnchen auf den tapferen Helden wartet. Oh, an die Quest erinnere ich mich noch. Sacred 1. Ole Metzdorf, Meister der Nebenquests. Grab Felix Schuller, Meister der Hauptquests. Und Michel wahrscheinlich, Dumont, Meister der Charakterquests. Oha. Michel gibt's auch, ne? Ja. Ja. Da, Michel aus Lönneberger. Aus Lönneberger. So, was steht in diesem Grab? Elvin Memedagic. Adept der Nebenquests. Okay, ich kann mir schon vorstellen, was im nächsten Grab steht. Nämlich Michel Busler, Adept der Nebenquests. Okay, ich dachte, der Hauptquest. Oder der Charakterquest. Ja, ja. So, haben wir hier jetzt alle Quests, alle Gräber vorgelesen. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf Burger oder sowas. Irgendwas, das man nur im Restaurant, ja nicht nur im Restaurant, aber halt sich eigentlich nicht selber macht. Ist aber der blöde Skelett-Kelly hier, der kann mal stehen bleiben. Der rennt dir hinterher. Annette Bölke, Adeptin des Quest-Tools. Ja, ist gut, ich komme mal mit Fletschen. Der rennt die ganze Zeit vor mir weg. Der findet die Scheibe attraktiver. Wow, er steht auf grüne Haut. Wir waren letztens beim Mexikaner, aber irgendwie habe ich mich an Mexikanisch, glaube ich, satt gegessen. Irgendwie hatte ich keinen Bock drauf. Oh, guck mal, die ist hier erschienen. Hallo. Wer, wo, hä, ja, die Annette, die ich gerade vorgelesen habe. Oh. Hallo. Hallo. Mexikanisch? Daniel Balster, Meister des Quest-Tools. Hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Aber warte mal, hier ruht dem Gronkor sein Cousin dritten Grades. Ein Name ist nicht überliefert, der sich immer als dem Gronkor sein Cousin dritten... Cousin dritten Grades vorstellte. Geil. Hier ruhen der Topalov Nesho und sein Pet Passat Gerald. Sie arbeiten so hart. Arbeiteten, glaube ich. Oh, hier ist auch ein... Das ist nur ein Gegner. Ups. Ach, jetzt bin ich in irgendeine Falle oder sowas getreten. Ich glaube, ich bin gleich da. Man war auf einmal Spinnenwieben. Ach, da ist sie auch, die Falle. Das hatten wir schon alles vorgelesen hier. Ach, ich bin im Kreis gelaufen. Ach. Hier geht's noch weiter runter, glaube ich. Ja. Oh, es sieht aber einladend aus hier. Oh ja, schön. Can't see what could go wrong. Vielleicht kommt uns ja so ein Tresormann entgegen. Oh. Wenn ich den hier fletsche, muss ich ihn dann in Evil Within nicht mehr machen. Ja. Statue des großen Gronkors. Ich habe sie angetatscht, aber es passiert nichts. Sieht irgendwie nicht aus wie so ein Ork, finde ich. Oh, was ist er denn hier? Wir sind hier eigentlich Ogerschamane. Ja, gute Frage. Okay, Oger sind keine Orks, aber... Die dürfen doch nicht hier reingehen. Grab. Hier ruht dem Gronkor sein Leibgott ist. Er war noch nicht tot, aber der Vertrag sah vor, dass er im Falle Gronkors Ableben ihm nicht vor der Seite weicht und er wacht immer noch über ihn. Na, ist ja schön. Steht hier, ruht dem Gronkor sein Vater Knirsch widerwärts. Er hat bei dem Versuch den Rekord im Dunkolk-Wettessen auf 57 verbessern. Hier liegen dem Gronkor seine 54 Hochelfenpfeile. Die Eier waren nicht mehr ganz frisch. Das war kein schöner Anblick. Ach sorry, ich glaube, da hast du gerade geleckt. Ich dachte, du wärst schon fertig mit Vorlesen. Nee. Ruht dem Gronkor seine erste Frau Jacqueline. Sie schenkte ihm keine Kinder. Er ihr dafür eine Nacht in der eisernen Frau. Oh, schön. Hier ruht dem Gronkor seine zweite Frau Olata. Sie schenkte ihm 16 Kinder, meine Güte. Oh. Diese Hüften. Schade, ich hätte dir mehr zugetraut. Das ist, glaube ich, deine, die das immer sagt, ne? Ja, ich glaube auch. Schade, ich hätte dir mehr zugetraut. Renn doch nicht weg, du Schamanen-Spacki. Wenn Rudi Foster. Ja. Ich habe aber ein schönes Hörbuch, was von der Sprecherin von Jodie Foster gesprochen ist. Gelesen. Mhm. Jetzt habe ich schon wieder diesen Slow auf mir drauf, oder was? Oh, oh. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, Gott sei Dank. Hier sind noch Gräber. Hier ist noch ein Dicker. Hier ruht dem Gronkor seine zweite Mutter Rose Makala.
Sie folgte ihren Vorgängerinnen in kurzem Abstand. Danach wollte niemand mehr für Gronkow kochen, was zur Öffnung der ersten Batzenkneipe führte. Plörre und Batzen. Hier wurde ein Nationalgericht erfunden. Obwohl, ja gut, zweite Mutter, vielleicht seine Stiefmutter dann in dem Fall, wenn sein Vater jetzt nochmal geheiratet hier hat. Hier steht, hier ruht Gronkow seine erste Mutter Heidikla. Gronkow ließ sie schon zu Lebzeiten begraben, da ihr immer wieder die schleimigen Batzen angebrannt waren, eine mehr als gerechte Strafe. Na, na, na. Dein Essen schmeckt nicht, Batz. Wow, da lag ganz viel. Ist hier nichts los? Nö. Schade. War nur Kisten und ein Typ, den habe ich euch schon umgebatscht. Ein Shiny. Toll. Was ist der Gegenstand? So gesehen, nix. So, hier ist das große Grab, oder was ist jetzt hier? Sieht aber schön aus. Ich befinde mich ganz in der Nähe des Zielorts. Darfst du mal aufmachen. Oh yeah. Was für eine Überraschung. Der Leichnam hat noch beide Hände. Bei den Händen in den Standarten handelt es sich also um Fälschungen. Das liegt auf der Hand. Aha. Der mächtigste Krieger aller Orks. Ist aber schick. Mit Licht drauf, könnte auch und aus Tomb Raider stammen. So ein paar Pflänzchen noch drumherum. Ja. Tomb Raider. Das Spiel, was nicht mehr erscheinen wird. Ah, oh, ich glaub's auch nicht. Ey. Ich hab mich so wütend. Es gibt wenige Spiele, auf die ich mich ja dann wirklich super ab Release freue, aber das gehört dazu. Und sie sagen mir einfach nicht, wann's kommt. Vor allem kommt's dann erst für Xbox. Ja, das freue ich mich schon. Die ganzen anderen Let's Player zu sehen, die das dann schon machen auf Xbox. Ach, bis das Spiel rauskommt, dann hast du schon dick Geld. Ich hätte ja auch bisher auch gar keinen Platz hier in meiner Projektliste. Gar nicht so, ja, wie gesagt, das kommt wahrscheinlich dann erst in einem halben Jahr oder so, wenn überhaupt. Ja, ich denke mal, die werden es dann jetzt zum nächsten Weihnachten für die Xbox machen oder so. Ich glaube, das können die sich nicht mehr erlauben, dass das nur noch exklusiv kommt. Das kommt garantiert jetzt an der E3, kommt da wahrscheinlich nochmal wieder ein Trailer und dann steht da drunter für Xbox und dann irgendwie, keine Ahnung, kurze Zeit später für, ja, für Playsy und PC. Machen die garantiert. Ja, aber ist trotzdem cool. Oh, komm mal, mein Gunther kommt mir schon entgegen, der hat auf mich gewartet. Ja, ist so niedlich, wenn sie das tun, ne? Hui. So, dann erzähl, überbring ihm mal die Freude. Oh, ich kann mir nicht vorstellen, was hier falsch laufen könnte. Was, Gronkow hat noch beide Hände? Und besorge uns doch die Hände Gronkows. Hättet ihr das nicht vorher? Nein, hättet ihr natürlich nicht. Das ist eine erstaunliche Wendung der Ereignisse, aber das bedeutet, dass wir nun Gewissheit haben und dass beide Clans eine Hand Gronkows in ihrer Standarte tragen können. Wie die Rechte, die da die Linke, würdest du nochmals ins Grab gehen und uns die Hände holen? Natürlich werden wir dich belohnen. Eine Hand wäscht die andere. Ach, diese ganzen... Ernsthaft? Yes, really. Hätte ich da auch stehen bleiben können. Ach, Mensch. So ein Kack. Zum Glück war Baba Papa da und konnte helfen. Jetzt sind ja wieder Gegner, ja schön. Baba Papa, wie kommst du jetzt auf den? Weil wir hier sind, um zu helfen. Hat er das auch immer gesagt? Das war der Spruch in jeder Baba-Papa-Geschichte. Ich kenne den gar nicht. Also ich kenne nur, also ja, diese Figürchen und was das ist, aber... Ich hatte halt das Buch davon als Kind. Ich habe davon nie was gelesen oder geschaut, das gab es auch als Fernsehserie. Mhm. Mal wieder die Tür hier aufmachen. Quietsch! Aber der Großteil der Gegner ist noch tot. Play it off, Keyboard Cat! Yay! Kennt heutzutage, glaube ich, kaum noch einer. Was? Nur die alteingesessenen Internet-Nerds. Wir sind so alt. Das ist schrecklich. Mir ist letztens aber jetzt erst bewusst geworden, dass YouTube erst 10 Jahre alt ist. Ich dachte, das gibt schon viel länger. Dieser Gronkow bewegt sich. Es scheint, als wolle er sich nicht kampflos seine Extremitäten berauben lassen. Ich werde Hand anlegen müssen. Oh. Na, viel kann er nicht. Ja, steht gleich nochmal auf. Ja, kann trotzdem nicht viel. Nein. Ach ja. Noch steht mal. Nochmal auf. So, hier. Zug der Höhle. Hölle, ja. Wie nehme ich den denn? Ja, jetzt habe ich ihn. Auflegen. Gut, mir, ja. So. Hast du eine Hand aufgenommen? Anscheinend irgendeiner von uns. Ja. Hätten wir den auch gleich komplett mitnehmen können. Ja. Können sie sich auch noch den Kopf auf die Standarte stecken? Und die Füße?
Einfach nur Wegfindung, ne? Einfach Und wo nur läufst du Lauf. denn hin? Ja, du weißt doch, ich habe keine Orientierung in diesen Spielen. Vor allem hier mit dieser blöden Kamera. Ich hab dich immer zentriert auf den Ohren. Ich habe noch so viel von dir zu lernen. Ne. Muss mir heute nach der Aufnahme erstmal noch wieder Röllchen machen. Ich habe mir seit langer Zeit mal wieder Röllchen gekauft. Ich habe mir eben vor der Aufnahme noch Nudeln gemacht. Bei mir gibt es jetzt heute Abend dann nochmal Salat. Die macht sich auch abends Nudeln. Ja. Es war heute voll schlimm, da habe ich nämlich erst Sport gemacht, war dann duschen und dann noch ganz schnell einkaufen und dann stand aber schon die Aufnahme mit dem Skaller an. Oh. Und dann habe ich ganz schnell 5 solche Reiswaffeln in mich reingestopft, weil ich so Hunger hatte. Und die Nudeln hast du jetzt noch gar nicht gegessen, oder Doch, wie? die habe ich danach während, also in der Pause von Skala bis zu unserer Aufnahme. Ah. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Und irgendwas dabei, oder? ja, mit Sojasahnesoße und Kräutern. Sojasahne. So, was wollen Sie jetzt? Die Hände, Gronkhorst, nun können wir sicher sein, dass wir die richtige Hand tragen. Hurra, du bist ein Held, wir danken dir. Oh, ich hätte gedacht, dass wir am Ende alle fletschen müssen. Jetzt können Schön. wir euch ja verprügeln. Tja. Hauptquest oder da noch wieder in dieses Dorf da oben? Partende. Ach so. Ja, das sehen wir dann morgen. Bis Bis denn. dann, ciao, ciao.